Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Singapur mit dem Virus. Hallöche Freunde, willkommen zurück hier zum Renntag in Singapur, jawohl. Und jetzt gucken wir auf die So. Rennstrategie. Wir haben Alles zweimal klar. einen Stop. Ja, wir haben ungefähr 15 15 Runden. Runden. Das hätten wir uns gerade abgesprochen. Und es regnet nicht. Ja, das ist sehr schön. 15 Runden haben wir gesagt. Ja, man kann natürlich jetzt das Setup da ändern, sagt man macht jetzt ein, zwei Boxenstops, aber lass es jetzt erstmal so stehen, wie die sich das ausgedenkt haben hier. 6, 9, ich weiß noch nicht, was hat. Ja, komm, lassen wir es so, machen wir Rennen starten und dann. Ja, kleinen Moment, Differential 75, 75. Mann. Jo, alles klärchen. Aber wollen wir doch mal Nein. gucken. Ich hasse Starts, ich hasse sie. Ja, vom Start her gar nicht mal so übel. Oh, huiuiui. Sag doch was, Mensch. Kann ich nicht. Ich habe dich ja selber nicht mehr gesehen. Ja, wo soll ich denn sein? Sieht gut aus von der Startlinie weg. Hat der Virus perfekten Start hingekriegt? Hast du nicht vorzeitig gestartet? Nee. Okay, ist mal ein Wunder. Da-da-di. Jo, alles easy hinter uns. Ja, in Kurve hat es noch besser gekriegt, so wie es aussah gerade. Ja, du fährst die Kurven alle ziemlich weit außen irgendwie. Ich versuche auf der Linie zu bleiben. Oh! Holla, die Waldfee, da bist du aber weit rausgekommen, du. Ja, ich hab einen großen Spoiler vorne rechts jetzt. Eieje. Spät gebremst da irgendwie, keine Ahnung, ich kam nicht rum, weil ich zu spät. Ach, Scheiße, jetzt Boxengasse, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Oh, nö. Ja, weil er sagt, ich soll reinfahren. Das kann ja ein lustiges Rennen werden jetzt. Wäre gut, wenn du den repariert kriegst beim Boxenstopp, beim Generellen, aber die hängen dir ja jetzt gerade so am Arsch. Ja. War auf jeden Fall eine geile Sache da gerade unter der Unterführung, da unten drunter unter der Tribüne. Ja, ganz toll, ganz geil. Ja, jetzt nicht wegen deinem Spoiler, ich meine jetzt wegen Boxenstopp in dem. dieser Na, Runde, egal. bitte. Wir geben dir ein paar neue Reifen und wechseln auf eine andere Strategie. Ja, du wechselst die Reifen definitiv nicht. Man das jetzt einstellt, dass er die Reifen. Nein, 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 bremst, bremst doch, du Penner! Oh, jetzt ist er komplett rot. Zu spät, ey. Oh. Weil ich auf diese scheiß Anzeige geguckt habe, habe ich jetzt vorne komplett rot. Geil, was? Hey. Ach, komm doch rum, Alter. Ist doch schlimm, ey. Mein Gott, noch mal. Jawohl, ich habe dafür gesorgt, dass ich die. Ich wurde aber von hinten gerade wieder angebumst, ne? Jetzt kämpft. Guck mal, wie die kämpfen hinten gerade. Virus haut alle kurz und klein. Ja, kurz und klein, so muss das sein. War Boxenstopp in der 8. oder in der 9. Runde? Ich habe in der 7. Runde. Konnte man ja auswählen. Also wie gesagt, kannst du ja immer noch gucken dann. Aber du setzt dich ja jetzt auch wieder einigermaßen gut von denen ab. Da passt das ja. Ja, weil ich gerade, weil die sich mit den Red Bulls gerade auseinandersetzen. Aber das hat sich, glaube ich, gerade ja, geregelt.
Ich habe gerade die eine Kurve so tierisch gebremst, dass mir einer hinten reingefahren. Ja, da war, ich weiß, es wird der Bottas Hamilton. Ich konnte da jetzt nicht gucken. Sowas von hinten drauf gezimmert, ey. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Kommt ja, diese Runde rein. Oh! Frage, was wir jetzt mit dir machen, ne? Mann, jetzt. Oh, ich komm ja kaum rum, Alter. Die hängen mir aber sowas von am Arsch. Ja, komm doch rum, du bist doch ein Mann, noch Mann, ey. Du Loch Ness, ey. Das ist natürlich jetzt die gute Frage. Gehst du jetzt gleich schon rein, nimmst dir aber dann härtere Reifen mit, dass du länger draußen bleiben kannst? Das ist jetzt die Frage. Wenn du sagst, gelbe Reifen nehmen, anstatt die roten als nächstes und dann... Ich hab ja eigentlich noch 14-16% auf Reifen. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn du da... Musst du mal gucken, was dir das bringt. Irgendwann kriegen sie dich, glaube ich. Na komm, fahr ich jetzt rein, habe ich den schwulen Mist hinter mir. Besser jetzt, weil die anderen müssen ja auch noch. Oh, du hast Glück, du bist nicht der Einzige, der in der Box fährt. Da hat wohl einer auch noch was abgekriegt hinter dir durch die Drängeleien. Oh ja, der Bottas ist auch reingefahren. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Nice. Dann hast du den schon mal mit. Die haben alle so lange gebraucht wie du, die hatten alle Probleme mit dem... Okay, sehr schön. Dann wird der Bottas dir schon mal nicht mehr gefährlich. So, die müssten dann wahrscheinlich gleich auch irgendwann alle rein. Ich habe da ein gutes Gefühl jetzt. Oh, Daniel hat ein gutes Gefühl. Hat er nicht gesagt. Na doch, weil dadurch, dass Bottas jetzt mit reingefahren ist und ich weiß nicht, wer das noch war. Und jetzt kannst du wieder ordentlich pacen mit dem heilen Flügel. Ich muss aber sagen, bei Tag gefällt mir die Strecke nicht so schön wie im Dunkeln. Ah, das leuchtet dann nicht so, man kennt die, die Sehenswürdigkeit nicht, wenn man so sagt. Na, so ist alles grau in grau irgendwie. Ja, wenn ihr euch jetzt die Reifen gut einteilt, könnt ihr mit den Reifen schön durchfahren. Vielleicht rammen die sich ja gegenseitig noch ein bisschen kaputt oder so. Oh, jetzt hast du dem Chef gerade dazwischen gequatscht. Keine Ahnung, was er von mir wollte. Das war auf einmal ein ziemlich kurzer Funkspruch. Aber bestimmt irgendwie was wegen Benzin oder Wagen vor dir oder so. Boah, ich frage, also jeder andere, der sagt, Alter, wie fährst du? Ja, ich glaube, das ist mit Absicht so. Ich will die Karre heil ins Ziel kriegen und ich will mir nicht wieder irgendwas kaputt fahren, weil diese Strecke liegt mir definitiv nicht. So viel weiß ich. Ich bremse zu spät oder gebe zu wenig Gas oder zu spät Gas. Für dich wäre die Einstellung bessere Kurvenlage auch besser gewesen, glaube ich. Dann hättest du nicht so viel Speed, aber du kommst jedes Mal besser durch die Kurven. Alter, ist das Feld dicht beieinander. Ihr habt da echt gute Chancen.
Ah, jetzt habe ich mich verbremst. Ja, unten Spoiler rot gefahren. Ah, shit. Boxenstopp. Oh, Daniel, oh. Ja, zu spät gebremst. Aber ich sollte noch Erster sein, angeblich, wenn ich wieder rauskomme. Ja, ja, Jeff, ich hab doch gerade gesagt, Boxenstopp. Jetzt musst du dich noch. Ich wollte eigentlich erst in einer oder zwei an der Box, aber wenn es nicht anders geht. Der Perez und der Hamilton, die setzen sich aber gut ab. Oh, der Perez will unbedingt den Hamilton. Boah, ja, nicht so theatralisch, Jeff, ey. Ist ja schlimm mit dir. Boxenstopp. Nur zur Sicherheit, dass es auch gerallt hat. Ja, kann aber dazwischen quatschen ohne Ende, doch. Ja, vor allen Dingen so theatralisch, ne? Deine Rundenzeiten fahren zurück. Als wenn du das nicht wüsstest. Ja. Oh, hey! Was zum Geier war das denn für eine Scheiße? Oh, komm doch, was ist denn mit dir? Scheiß Karre, Mann! Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Oh, oh. Himmel, Sack, Zement und feuchte. Ich weiß nicht, dass es sich verschlimmert. Könnte du, Alter, links und rechts so Saubatschen geben, ey. Mach die so eine Karre mit mir auf. Einmal bleib ich irgendwie hängen und denke, was? Ah. Okay, geh sanft mit dem Wagen. Oh, die kommen alle in die Box, nicht alle. Jetzt werde ich ja doch nicht mehr. Komm doch rum, ey! Du Furzbackenkönig, ey! Kacklappen, ey! Haben sie zu mir gesagt, ich käme als Erster raus, ja genau. Hier ein Sülze, ey! Halt doch da! Jetzt muss ich mich hier auf dem vierten Platz mit diesem. Mit den Hornswoggles rumärgern. Ich bin 14, ich hab Hamilton vor mir, aber da oh, ich sehr schön. Vorne links dunkel-orange und rechts vorne gelb. Na, no, es geht ja noch. Nee, das ist scheiße, das geht überhaupt nicht, ey. Ja, aber besser als rot. Wir ziehen eine alternative Strategie. Deine Alternative kannst du jetzt mal in den Hut stecken, Jeff, Alter, mal ganz ehrlich, ey. Och Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich einen gelben Spoiler wegen diesem scheiß Sainz, weil der einfach hier rumkriecht. Oh, dieser Hamilton, ne? Blöder Zigeuner. Alter, was rammst du mich? Zieh doch rüber, du Lauch. Alter, der Hamilton ist aber heute auf Kollisionskurs, der. Riechkolben, ey. Gut, dass der Reifen nur gelb ist. Oh. Quatsch. Flügel. Reifen. Aha. Flügel. Der linke Fliegel. Na, bei mir ist es auch der linke, ja. Ich weiß noch nicht, warum, wer schon alles in der Box war. Ja, siehst du jetzt, weil die anderen gehen jetzt alle an die Box. Oh, komm rum! Yeah. Fucking Spoiler! Also kannst du sagen, es waren alle die noch nicht an der Box, die US als Reifen noch haben, die Ultrasoften haben. Die waren alle noch nicht. Das sieht doch gut aus. Muss ich die alle noch überholen, die jetzt alle vor mir sind, ey? Boah, kommt drauf an, wie viel da du bist, ne? Ich weiß ja nicht, ob die jetzt vor mir fahren schon alle drin waren. Ja, ja. Alle mit SS-Reifen waren schon drin, die roten Reifen haben.
Das schaffe ich nicht, ich bin Achter. Ich glaube, das wäre eine gute alternative Strategie. Ja, hast du noch Zeit. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Der Abstand zum Metermann beträgt 1,7. Vor allen Dingen, das sind Sainz und Quert vorne, diese Zweiter und Dritter. Die sind so lahmarschig. Dass sie das ganze Feld entweder ein bisschen blockieren, aber die haben guten Vorsprung. Ah! Rot. Hat sich schon wieder erledigt. Ich sehe auf die Schuhe. Jo! Ja! Endlich, ey! Mann! Ich brauche mich nicht mehr rumärgern. Ah, schön. Die Scheißstrecke. Nee, da guck ich lieber zu. Das ist jetzt. Das brauche ich mich nicht mehr quälen, ey. Boah! Gott sei Dank. Ja, das nicht, aber. Gott sei Dank. Fürs Gesamtergebnis sieht das auch dann wieder bescheiden aus. Oh, das ist mir bescheiden egal. Ja. Na ja, dann. Kackstrecke. Fährt man sicher ein. Nee. Ach, Gott sei Dank. Irgendwie bin ich froh. Ansichtssache. Scheißstrecke. Nee. Ja, mit Orange geht das Gott sei Dank alles noch supi. Aber mit der besseren Kurvenlage, das hat sich echt gelohnt, das zu nehmen. Weil wirklich raus beschleunigen kann man eh nur auf 2-3 Ecken. Aber das Sainz und Quert, die haben anscheinend eine gute Rennstrategie gehabt. Und dass die sich da vorne auf Platz 2 und 3 gut halten. Da muss der Bottas und der Hamilton ja ganz schön müssen die einen weggekriegt haben. Wenn die nicht weit nach vorne kommen, wäre gut für dich. Dann können die nämlich auch keine Punkte mitnehmen. Ja, ich merke schon wieder, ich rede mit der Wand. Lebst du noch? Ja, ja, klar. Ich schau gerade zu hier. Ach so, ich dachte schon. Warum rede ich die ganze Zeit mit der Wand? Was anderes kann ich eh nicht machen. Naja. Ja doch, du kannst mit mir reden. Hey, konzentrier dich lieber, dass du das Rennen nach Hause fährst. Ja, ja, das mache ich schon. Keine Sorge. Heißt ja nicht Virus. Ich kann negativ, kann aber auch positiv sein. Von daher. Nee, ist nur negativ. Hoffentlich verlieren wir jetzt die Konstrukteurswertung nicht noch. Das wäre ärgerlich. Mal gucken. Ja. Lalalala. Oh, jetzt ist der Van Dorn sogar Dritter. Guck an. Das wäre mir ein Wunder, wenn ein McLaren auf Platz 3 fahren würde. Ich weiß ja nicht, wem du gerade zuguckst, aber Platz 2 und oh, 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 oh. Ja. Der Hamilton, der hat die ganzen Leute hinter sich. Beide Red Bull sogar. Mhm. Und einen von Force India. Auf wie vielen Platz ist der denn? 5. Ey, nicht gut. Ja, ja. Aber Platz 2 und 3 kann er eh nicht mehr einholen. Ja, hinterm Ricardo, das ist Perez. 2, 3 und 4 kriegt er eh nicht mehr, glaube ich. Da ist so viel Abstand. Also die fahren das echt gut. Das wird eine Überraschung, glaube ich, mit Sainz und Van Dorn. Oh, nee, jetzt ist der eine an der Box. Ei. Das
Heinz, glaube ich. Ich schaue mal den Ocon zu, dem anderen von Force India. Und er hat den Pulk hinter sich. Grosjean, Hülkenberg, Massa, Alonso. Wow. Ja, jetzt ist Bottas wieder Zweiter. Yeah. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Warum ist denn der jetzt da ausgebrochen? Das gibt's doch nicht. Der ist auch rausgeflogen. Es gibt gerade. Der ist einfach gerade ausgefahren. Oh. Oh, Scheiße. Der ist einfach gerade ausgefahren. Nein, Italien hat es mich so rausgeschmissen. Bei dir fährt es auf einmal nur geradeaus. Also ich glaube, Paul, oh, you're making update for 2017. Formel 1. Please. Ah, nee, da hat es dann auf einmal so einen kleinen Stocken gegeben und dann... Kacke. Dass man mal Red Bull auf dem Treppchen sieht, ja. Oh, jo, nein. Hier sehen wir nochmal das Endergebnis. Ach je, ey, ey. Alles anderes tue ich mir jetzt ganz bestimmt nicht an. Ne, ich mache da eben nur mein Dings von und... So, ja, dann würde ich sagen... Ja. Nochmal nach unten schnell, damit das nochmal alle genau seht. Oh, das ist so ärgerlich, das gibt's noch nicht. So. Ja, meine lieben Freunde, das war's mal wieder. Ein gutes Rennen, ein schlechtes Rennen. Machst du nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja.